Und weiter geht's. Boah. Ich bin immer noch am... Boah. Ey, ich kann immer noch nicht. Ach, Toxin. Nee, irgendwie nicht. Nicht so mein Ding. Das Blöde bei einem Solo-Run ist, dass man nur 4 Attacken Platz hat, ne? Und... Oh. Ich bin gerade den ganzen Weg außen rum gelaufen. Ja, das muss ich nochmal zeigen und ich gehe mich kurz mal hin. Und ja, wir müssen noch kurz die Goldzähne und sowas abholen. Ihr wisst es ja alle, ihr kennt es alle. Dann wollen wir das mal schnell machen. Und zwar im Hyperspeed. Bam, bam, bam. Oh Mann. Ah, das war episch. Nee, jetzt mal im Ernst, Leute. Das war richtig episch. Oh, das war gerade aus Versehen, Leute. Ich wollte es nicht, kommt auch gleich in die Box, keine Sorge. Ja, wir kennen den Weg. Oh, scheiße, schon wieder. Schon wieder gefangen. Ach ja, genau, da ich für die Eiländer... Ich will jetzt mein Glück mal kurz ausprobieren. Nee, funktioniert nicht immer. Da ich für die Eiländer leider 60 Pokémon bräuchte und ich keinen Bock habe, hier 60 Pokémon zu fangen, ja, muss ich mich dafür entschuldigen. Eiländer wird es in diesem Solo-Run nicht geben. Nur, ja, nur bis ich der Champ bin. Oh, das war Stahlflügel, oder? Und das ist Omod. Nein, ich will dich nicht fangen. Und das ist Protein. Ja, und deswegen nur, bis ich den Champ gebasht habe. Ist ja demnächst. Moment, hier liegt doch die eine... Ja, da sind die Goldzähne und hier kriegen wir Surfer. Zack, Surfer und Stärke in einer Stadt. Ist auch geil. Mal gucken, ob wir noch irgendein Item einsahen können. Die Zeit müsste gleich ablaufen. Wir wollten keine Pokémon. Oh Gott. Ja. Ja. Was gibt's denn hier schönes? Ein Item. Boah, cool. Top-Beleber. Hat sich ja noch richtig gelohnt. Ach ja, ich habe mir Fliegen nicht abgeholt. Das hätte ich vielleicht machen sollen. Nö, hätte ich nicht. Wir holen uns erstmal... Nee, die Angeln nicht. Die Angeln nicht. Hier. Zack. Goldzähne dahinter ist nur ein Sonderbonbon. Brauchen wir nicht. Aber wir haben jetzt 2 VMs, die glaube ich... Nee, mein Slave muss glaube ich leider entwickelt werden. Dann kann das Ding auch Stärke. Kannst du jetzt schon Stärke? Ah, Nidorino kann Stärke. Cool. Ich glaube, ich nehme das einfach mal. Also, ich benutze ihn nur als Sklaven so fürs Erste, ja? Nicht, dass ihr denkt, dass... Oh. Nicht, dass ihr denkt, oh. Nein, der kommt nicht in mein Team. Ist das, damit das klar ist. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir wieder an allen vorbeikommen oder 1000 Parts brauchen. Ah, ja. Kommt man daneben da unten wirklich vorbei? Boah. Okay, ich glaube, man kommt hier tatsächlich wieder vorbei. Boah, ja, wir sind vorbeigekommen. Cool. Und jetzt hoch, hier außen und dann so. Oh, das ist so ein Giftfreak. Nein! Ich wollte nicht gegen ihn kämpfen. Ich mag Gift-Pokémon überhaupt nicht. Agility, wir sind so oder so schon super schnell, also nein. Danke. Ja. Zack, zack und zack. Oh. Okay, wir sind raus, so gut wie. Ja, so, zack. Boah. So. What? Wie sind meine Hände in meine Arme gelaufen? Okay, Fury Attack sollte reichen. Okay, Critical Hit. Boah, nein. Ich glaub's nicht. die Viech hat mich echt eingeschliebt. Ja, so ist das halt mit Quapsel. Das ist halt seine Fähigkeit. Okay. Ja, vorbei. Den haben wir ja gebasht. Komischerweise. Okay, nee, da müssen wir jetzt nicht lang. Oh, ja. Dreh dich um. Ich glaube, den hatten wir schon. Den hatten wir nicht. Ja, okay, dann sind wir wieder an allen vorbei. Dann gehen wir uns mal kurz heilen. Oder was? Wir gehen mal was kaufen. Was gibt's hier schönes? Super Potions? Nee. Nee, wir holen uns bei Typer Potions. Das wird cool. Das wird sau cool, Leute. Erstmal heilen. Bits PC, Move Pokémon.
Paras zweimal? Wir haben das Viech zweimal gefangen? Das gibt's doch nicht. Ja, okay. So. Ja, Nidorino bleibt erstmal, das kann Stärke, das ist cool. Jetzt hier wieder die Abkürzung. Ja, und dann sind wir auch schon wieder fast so weit. Jetzt können wir hier nämlich lang. Und ja, T für den Wachposten. Und jetzt dürfen wir auf einmal durch. Und was sehen wir hier? Lauter Rocket-Rüpel. Und hier in diesem Haus gibt es Psychokinese. Ich hoffe mal stark, dass das keiner kann, denn sonst wäre das ein Fail. Ja, wollte ich doch sagen. Ja, dann heilen wir uns... Nein, stopp, wir bashen mal kurz. Das wäre gratis EP. Egal, die nehme ich mir jetzt einfach mal. Weil Kampf-Pokémon haben keine Chance gegen Flug-Pokémon, das ist einfach so. Das heißt, wir holen uns jetzt zwei Level. Würde ich mal ungefähr schätzen, so Pi mal Daumen. Ah, 5 Trainer ist wahrscheinlich zwei Level im Hyperspeed. Und ja, dann müssten wir auch schon das Silfco-Gebäude retten. Das ist nämlich unter die Hände der Rocket-Rübe gefallen und das ist natürlich scheiße. Also wirklich. Es gibt nichts Schlimmeres als das Silfco-Gebäude und an die Rocket-Rübe zu verlieren. Ja, so ist das und so ist das cool und so muss es sein. Und jetzt der letzte. Und ja, Kikli weg. Und Nocturne weg. Boah. Cool, wa? Ja, aber wir nehmen nichts. Oder warte doch, wir nehmen irgendeins. Zack. Nee, so. Ja, cool. Und ja, wie ihr seht, die Arena ist noch gesperrt. Und wir müssen gleich da rein. Aber erstmal entladen wir uns. Beziehungsweise heilen wir uns und packen alles weg, was nicht reingehört. Ha, ich überlege mir gerade. Aber wie soll ich Zickzacks trainieren? Geht doch gar nicht. Nee, geht leider nicht. Es sei denn, Nido... Moment! Kann Nidorino nicht auch Surfer? Nein, scheiße. Aber Zerschneider kann das. Naja, dann nehmen wir das erstmal als Ersatz. So zack, 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 zack. Und zack. Naja, wie dem auch so sei. Ich mache das jetzt alles ja im Hyperspeed, wie ihr wisst. Muss ja. Ihr kennt die ganze Story. So, jetzt muss ich mir kurz eben überlegen. Das war, glaube ich... Nee, noch eins höher. Ja, er hat mich nicht gesehen. Und wir müssen nur den hier bashen. Zack, und der wird jetzt von mir gebasht. Höchstpersönlich. Wow. Wow, ist das böse. Ist das böse, was er hier geschafft hat. Paralyze hier. Zack. Und da ist er. Card Key. Sofort. Und jetzt gehen wir sofort zum Rivalen. Dreh dich nicht zu mir. Okay, und jetzt sofort zum Rivalen. Nehmt das ruhig als Lösung. Der war doch hier, oder? Hier unten, kann das sein? Ja, werden wir gleich sehen. Wir müssen erstmal noch diesen Rüffel besiegen mit seinen ganzen Zubats. Und ich krieg hier Thrombose, ey, was ist los? So. So. Boah, hör auf. Danke. Dreh dich weg. Nein, bin ich hier falsch oder was? Das glaube ich nicht, bin hier falsch. Das war, wo ich den Weg echt auswendig... Also, ich dachte zumindest, ich würde ihn auswendig kennen. Das gibt's doch nicht. Oh nein, jetzt laufe ich auch noch in die ganzen Forscher rein, ey. Scheiße. Oh nein, und das ist auch noch so ein Magneton-Freak, ey. Ah, zum Glück nicht. Oh. Oh nö. Boah. Boah, episch. Ja, Idiot, du hast deine Chance nicht genutzt. Aber ich will jetzt noch mal schnell das Bettchen finden. Das war doch nicht hier. Soll das ein Witz sein? Scheiße, es ist hier. Und wir sind verdammt im Arsch. Ich hoffe, eine Super Potion reicht. Ah, ich glaube schon, der hat nur Radikals. Boah, nur Radikals, das Ding hätte mich gepunished. Okay. Ja, ihr werdet noch sehen, wie ich ins Bett steigen werde. Ja, mit keiner Frau, sondern hier. Hier müsst ihr rein. Wo ist das Bett? Hier ist doch irgendwo so eine Heilstation. Boah, ich muss den noch besiegen. Ich muss den noch besiegen, das gibt's nicht. Das ist episch. Ich habe noch ein paar Sekunden, Level 50. Das ist leider overlevelt, aber tut mir leid, Adiese zum Beispiel. Ich kann da nichts dagegen machen. Ich muss halt die ganzen Freaks hier bashen. Zack. So, und jetzt können wir endlich zurück.
Dreh dich weg. Ja, und da geht's dann im nächsten Part weiter. Ciao, Leute. Treffen. Oh, Critical Hit! Das gibt's nicht. Und wetten wir treffen nur zweimal? Oh, shit. Ja, da tauschen wir aus. Perfekte 50 KP. Wenn wir jetzt heilen. Epic. 45! Holy crap!